Herzlich willkommen zurück zu Drakensang Online zu dem Release 179. Warte, hier. Yeah! Genau, so ist es. Ja. Genau, und zwar, was gibt es denn schönes Neues im Release? Es wurde einiges geändert. Warte, ich gehe auf meinen anderen Bildschirm. Das kann ich jetzt alles cool, so cool machen. Nein, das war falsch. Warte, wo ist. Wo hab ich das jetzt? Da habe ich das. So, Entschuldigung. So, fangen wir von oben an. Genau, am besten zeige ich es mal hier per Charakterwechsel. Ich habe es eben schon abgerufen. Hier war ich noch nicht online. Und zwar wird einem jetzt angezeigt, jedes Mal, wenn sich die Rangliste, die wird nämlich jeden Monat neu gemacht. Und dann kommt hier rechts ein kleines Fensterchen. Da ist es nicht. Toll. Oh, ich habe ein T-Bot hier. Oh, das ist jetzt egal. Okay, es kommt aus irgendeinem Grund, kommt es dort nicht. Ich weiß nicht warum. Aber es wird einem angezeigt, dass, oh, wie schimpft sich das hier? Wenn eine Saison endet und die nächste beginnt. Ja, das ist ja schön, das wissen wir alles. Und zwar hier. Ich nehme mal die Zwischenwelten, die kann ich so um. So, quasi, wann das beginnt, wann das Ganze endet, das wird einem alles angezeigt. Genau, es gibt jetzt, wie gesagt, hier so schicken Rang, hier kann man gucken. Mensch, wer ist denn hier als Zirkelmagier? Das haben sie auch neu gemacht. Wer ist Erster? Der Rias Gim. Rias irgendwas. Blink ist übrigens auf Platz 4, der ist von meiner Gilde. Herzliche Grüße an Blink. Und man kann sich auch jetzt wählen nach Drachenkrieger. Und da wäre jetzt der Putas zum Beispiel auf dem ersten Platz. Oder was weiß ich, Weitläufer. Wen kenne ich denn da so? Gülf kenne ich. Vigga kennt, glaube ich, auch fast jeder. Just Get Owned kennt auch jeder. Also, wie gesagt, da kann man alles nachgucken, wer denn so auf Platz 1 ist. Das ist Haruka, Lykanta kennt man auch, den kenne ich auch, zumindest vom PvP her, das war natürlich gut, der Typ. Alter, da Riesenabstand, riesiger Abstand hier, gut, das ist ein. Ja, und so weiter und so fort. Zirkelmagier. Okay, da kann man sich alles schön angucken. Gibt es, hier steht momentan noch Solo. Wahrscheinlich wird es das bald auch geben mit Gruppe. Ich weiß es nicht, aber. Ah, da hat es geklingelt und mein Essen kommt. Ich hab Essen, yay, ich hab mir was bestellt. Genau, das wurde im Prinzip neu gemacht und jetzt haben die Zwischenwelten, der nächste Neuerung, zack, haben jetzt hier auch noch die Modifikationen stehen, wegen Monsterschaden, Monsterlebenspunkte, was alles denn so ist. Elite-Kinder und Anführer haben zwei zusätzliche Fähigkeiten, Boss und Weltbosse haben einen zusätzlichen Effekt, der Effekt blablabla, bla bla, genau so weiter. Erfahrungspunkte für die ganzen Gegner, hier steht der Stapelgröße. Minimum für Werte auflegen direkt Gegenstände 65% aus dem Steck mit jeder eben Schwierigkeitsgrad die Chance auf verbesserte oder goldene Verzauberung. Genau, und das kann man hier quasi auf Qualform machen. Hier sieht man links, was man schönes bekommt. Zack, hier gibt es irgendwas nicht mehr. Was fehlt denn hier? Die Stiefel gibt es ja nicht mehr. Dafür gibt es die Grimmacht-Sternrobang 2. Und hier sieht man auch schon, hier sind die Prozente alle höher zum Vergleich. Ist nochmal eine relativ schicke Übersicht, auch tödlich ist es halt wieder 1300% und so weiter. Ach, zu 80% kriegt man ein Legi, was irgendwie nicht ganz stimmt, weil der Boss droppt mindestens 2-3 Legis. Gut. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal, also das soweit zu den Neuerungen, ich erzähle nochmal kurz die Bugs und dann erzähle ich, was ich vorhabe. Zu den Bugs, es gab bei den Zwergen, ich habe ja einen Zwerg, ich muss gucken. Bei den Zwergen wurde der Schaden von dem taktischen Geschütz. Ja, Prämienmitgliedschaft, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Ja, ist ja gut. Taktisches Geschütz, hiervon. Zack, so. Der Schaden des taktischen Geschützes der Zwerge war zu niedrig und verursachte nur 100% Schaden, anstatt der im Tooltip versprochenen 175%. Quasi. Die Cheat-Sheet drinne. Hier, da sieht man es ungefähr, ne? Die 150%. Die waren vorhin auf 100 Schaden, das war ein Fehler, haben sie jetzt korrigiert. Das mechanische Geschütz, dieses hier, verursacht 65% Schaden. Wir haben Tooltip entsprechend korrigiert. Der tatsächlich bewirkte Schaden hat sich nicht geändert. Was hier stand. Warum flackert das eigentlich? Ich glaube, da stand vorher was drin, dass das die 100% Schaden verursachen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau.
finde, das haben sie jetzt geändert. Also die hat an sich keinen Schaden mehr oder keinen Schaden weniger. Die haben einfach nur eine andere Bezeichnung. Oh, ich will voll gerne essen, ey. Ich habe mir was vom Griechen bestellt. Boah, voll Hunger. Entschuldigung. Die schäbischen Kisten Lord Tuck erhielten falsche Beute. Das heißt, die normalen Kisten, die man dort so am Rande finden konnte, da hat man Level 46er Items bekommen. Anscheinend die versprochenen, auf das Level, nee, so gesagt, Level 50 müsste ein Level 50 Item bekommen, hab aber nur Level 46 Items bekommen. Haben sie es verändert. Oh. So. Kartenverbesserung für Ruine des Magierzirkels in der Zwischenwelt. Ich weiß es nicht, von welcher Zwischenwelt das ist. Ruine des Magierzirkels. Keine Ahnung. Q7, Q8, Q5. Ich habe keine Ahnung. In eine Zwischenwelt. Um Exploits zur Fortbewahrung haben wir einige Orte korrigiert, an denen Spieler immun gegen Schaden waren. Gut. Kiste in Katakomben konnte zweimal geöffnet werden. Da haben sie zwei Kisten überlebt. Das haben sie jetzt behoben, indem wir eine Kiste einmal entfernt haben. Wir sind immer noch die schicken Dinger. Und die haben den Bug behoben mit dem Blutrunen-Set quasi. Habe ich davon überhaupt irgendwas verhalten? Den habe ich alles weggeschmissen, ne? Ja. Ja, habe ich alles weggeschmissen. Bei dem Vollmond-Event gab es das eine Set und da gab es einen Fehler, dass man extrem viel Schaden rausgehauen hat. Also wirklich extrem viel. Ich habe das gesehen, ich habe irgendein Video gesehen von einem Waldläufer bei YouTube, könnt ihr mal suchen, wenn ihr wollt. Der hatte dann, ich glaube, 50.000 maximal Schaden mit grünen Essenzen, versteht sich. Wo ich dachte so, geil, hätte ich auch ganz gern. So, und der hat mal ganz locker eben kurz Grimmerblatt gemacht. Vor kurzer Zeit. Ja, haben sie jetzt behoben. Übrigens wurde ich gemeldet von jemandem, der gesagt hat, er wollte mich melden. Ich blende das mal hier irgendwo ein. Und wegen diesem exorbitanten Schaden im 6 gegen 6, also das heißt exorbitanten Schaden, also wegen dem hohen Schaden im 6 gegen 6 gegenüber den anderen Leuten, wie gesagt, wenn man die anderen Leute sieht, die haben nicht ganz so viel Schaden gemacht wie ich, auch nicht ganz so viele Kills gemacht habe wie ich. Ich hatte einfach eine gute Runde, weil ich habe das Set überhaupt nicht. Ich habe das Set noch nicht mal, also ich, selbst wenn ich den Bug aussetzen hätte wollen damals, hätte nicht geklappt, ich habe das Set nicht. So, das war's soweit zu dem Bugs. Und jetzt werden wir mal versuchen, dass wir uns hier durchballern wie die Irren. Habe ich die richtigen? Ja, habe ich. So, ich brauche mein Tierchen noch. Zack. So, und damit habe ich jetzt einen Grundschaden von 15.000 bis 21.000. Ich mache es mit roten Essenzen, weil ich das soll natürlich noch einen Geschwindigkeitsbonus geben. Ich mache es aber auch normal. Also schmerzhaft. Und werde mal so viel. Mal gucken, auf welchem Rang ich denn einfach lande, wenn ich einfach komplett mich beeile. Das zählt, glaube ich, erst los, wenn ich hier durchlaufe. So, ich renne jetzt zuerst in die Mitte, lass die spawnen und renn zurück und schieß alles von unten weg. Genau, es zählt erst jetzt. Renn das nur momentan nur in den Solo-Runs. Das ist völlig in Ordnung, das machen wir jetzt auch gerade durch. So, ich aktiviere kurz den Kreis und dann renne ich wieder zurück. Na komm. Jetzt hätte man besser machen können. Und schon wieder eine halbe Sekunde, ne? Ist schon wieder. Ja, ist er schon wieder. So. Zack, zack, zack. Wir waren jetzt einfach mal droht durch hier. Scheiß drauf. Oh, toll. So. Die sammeln auch nicht so viel auf. Ich raste hier im Prinzip einfach nur durch. So, kommt mal alle her. Fein macht ihr das. Rumsi. So, zack. Und hier nochmal was so Schönes. Ah, das liegt Legi. So. Schnell alles einsammeln. Scheiß auf den Rest hier. Das nehme ich noch mit. Hier, oh, den lege ich halt mit. Das sammle halt ein bisschen ein, wie gesagt. Man kann das total optimieren, indem man einfach gar nichts einsammelt. Und dann quasi den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Aber, ach komm. Wie gesagt, ist jetzt nicht so wichtig, das Ganze. Ich hätte schon einen Boss. Wenn, habe ich ihn jetzt und wenn nicht, dann nicht.
Ja, doch, hier war irgendwas. So. Zack. Das ist halt die Frage, es geht ja nach den Kills hier. Zählen die wiederbelebten Kills eigentlich mit? Ist jetzt eine gute Frage. Oder zählen die nicht mit? Das ist jetzt so eine Sache, die mich mal echt interessieren würde. Wie gesagt, die beleben ja teilweise wieder, auch hier oben. Der belebt ja relativ stark wieder. Ob die ganzen Kills da mitzählen? Weil da könnte man sich einfach, ja, scheiß auf Geschwindigkeit, ne? Scheiß auf alles Mögliche. Und man könnte theoretisch einfach ja durchballern. Also, hier hinstellen, immer die Wiederbelebten können umklatschen, hat man auch irgendwann so viele Kills, dass das auch wirklich zählt. Das weiß ich noch nicht. Das müsste ich mal. So, jetzt hau ich ja. Hab was zu tun. So. So, bitte. Ja, komm, jetzt stirbt ja. So, hier, ist hier noch ein Boss? Jo, hier ist noch ein Boss. So, da, man kann es, wie gesagt, immer noch alles optimieren, indem man einfach nur schnell durchrennt und einfach nur zack, zack, zack macht, aber. Ach, ist jetzt nur einmal kurz. Gucken, wie weit ich komme. Und das Hetzen habe ich gerade genug. So. Wo ist er denn? So, zack, zack. Alles schnell einsammeln. Und schnell da rein. Und mal gucken, auf welchen Platz ich lande. Wie gesagt, einen Geschwindigkeitsbonus wird es ja hoffentlich geben. Aber auch für Leute, die lange Ladezeiten haben, ist es auch echt mies. Was, komm her, mein Kleiner. 4,18. Ja, klar, kann man schneller machen. Zack, da haben wir den Run durch. Das ging jetzt vom Dings. Wir gucken mal auf unser Ergebnis. Wir sind Rang 414. Jetzt gucken wir mal Gegnerkills. Punkte gerade mal 2000. Bosskills gibt auch nicht so viel. So. Jetzt ist jetzt die Frage, warum nur 414 der Rang? Bosskills Run gesamt. Rekord. Punkte. Gibt es nur 758. Wenn wir uns auf die Rangliste gucken. Rangliste gucken. So, dann haben wir hier relativ ganz wenig Punkte für die Gegner-Kills. Die haben alle mehr. Der hier oben hat 487.000 Punkte. Der hier hat zum Beispiel nur Punkte für die Gegner-Kills. Das heißt, ich habe ja fast alles kaputt geschossen. Ne? Kurz hier mal gucken. Ja, da die spawnen auch was. In the Stonekeep. Gibt's da auch jemanden, der was spawnt? Ich überlege gerade, ob es überall irgendwas gibt, die irgendwas spawnen. Hier gibt's, glaube ich, relativ wenig in den Wildheitshöhlen. Doch, da gibt's auch was. Da gibt's auch die Hunde, die gespawnt werden. Also, wie gesagt, hier ist. Das ist genau ein Zeitpunkt von 27.000? Okay. Okay. Der hat zum Beispiel nur die Brust umgeklatscht. Kann man auch mal machen. Das ist die Runde. Das wäre quasi Q4. Das ist quasi Q5. Hier gibt es weniger. Entweder weniger, die es interessiert. Oder. Ich denke mal, hier hat das was mit dem Spawn-Verhalten zu tun, der ganzen Gegner. Also die müssten dort alle theoretisch mitzählen. Dann frage ich mich allerdings aber, vielleicht hat er das auch fatal gemacht. Das müsste ich mal. Das wäre jetzt interessant zu wissen, ob das auch fatal
gleich gemacht worden ist und er dadurch automatisch besser ist. Gegner 203, Rekordzeit 4 Minuten 4, Boss 1. Es könnte natürlich sein, dass es auf Fatal wirklich deutlich mehr Punkte gibt, aber dann müsste es wirklich extrem deutlich mehr Punkte geben, weil es hätte ja noch hier Death an, hat noch Geschwindigkeitsbonus. Also wie die das gemacht haben, wie gesagt, ich bin heute das erste Mal online, mein Computer war kaputt, ich habe noch keine Ahnung davon. Ich habe jetzt einen Run gemacht und mein Rang ist 414, was jetzt nicht wirklich viel ist, ehrlich zugegeben. Es ist überhaupt nicht viel. Oder? Das ist eigentlich eine gute Frage. Zählen die Punkte zusammen? Das wird es wahrscheinlich sein. Sonst kann ich mir das alles noch relativ herzlich wenig erklären. Dass die Punkte für Gegner, Kills, Punkte für Boss, dass das nicht für einen Run gilt, sondern für tausende Runs oder wie auch immer. Dass man zum Beispiel 10 Runs Q1 macht, sonst würde das alles gar keinen Sinn ergeben. Das muss so sein. Klar. Da muss ich eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken. Das muss so sein. Das, also scheiß drauf, wie schnell man das macht. Man muss es halt nur solo leider nur mal machen. Und dann kriegt man halt die ganzen Sachen davon. Ja. Also, die ganzen Dinger solo durchballern. Und dann gibt es auch die Punkte dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, was es gibt für die Sachen. Das weiß, glaube ich, noch gar keiner. Das werden wir auch alles erstmal sehen, wenn es denn soweit ist. Quasi Ende des Monats. Anfang des nächsten Monats, im neuen Jahr. Also es wird Kostüme geben, Essenzen geben, also ist nichts Großartiges, hieß es so weiter. Ich stets erreiche die Top 200 der Gesamtwertung für deine Charakterklasse und gewinne fantastische Preise. Und das ist noch nicht ehrlich, erreiche die höchste Platzierung pro Dungeon, Gold, Silber, Bronze, in den Rangsten pro Platzierung sind mehrere Gewinner möglich. Und gewinne fantastische Preise. Zu gewinnen gibt es Emotes, Andermatt und vieles mehr. In zukünftigen Saisons werden zusätzliche Belohnungen hinzukommen, um das Ganze interessant zu halten. Gut. Kann man jetzt, wie man möchte, wie gesagt. Das, was ich, glaube ich, gerade gemacht habe mit der Geschwindigkeit, einfach nur für die Rekordzeit, das zählt alles zusammen. Es muss alles zusammenzählen. Das alles andere kann ich mir nicht erklären, dass der plötzlich so viele Punkte macht. Gut. Dann würde ich sagen, das war es hiervon. Und mein Essen ist fertig, mein Essen wird kalt, ich habe jetzt Hunger und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.